Was gibt es Schöneres, als einfach mal seine Pokémon-Karten durchzugehen? Hast du ein süßes Pipi? Oh, das Kleinstein. Und ein Dragosso und... Wo kommst du denn her? Was ist das denn für eine seltsame Karte? Tomokazu Komiya. Tomokazu Komiya ist ein japanischer Illustrator und Verfechter des Primitivismus. Bekannt ist er für seine Arbeiten an verschiedenen Pokémon-Tales-Büchern sowie am Sammelkartenspiel, an welchem er seit 1998 mitarbeitet. Seine Artworks stechen vor allem dadurch heraus, dass die Proportionen der Pokémon sehr deformiert erscheinen und dadurch sehr fehl am Platz wirken, und ich würde sagen, fünf der seltsamsten schauen wir uns heute mal zusammen an. Fangen wir mit diesem Diktree hier aus dem Set Skyridge vom 12.05.2003 an. Und direkt stechen einem die besagten, fehlerhaft wirkenden Proportionen ins Auge. Ich meine, Diktree, was ist mit deiner Nase los? Der Artstyle ist hier sehr minimalistisch gehalten. Das heißt, wir haben einfache Formen, die primitiv, fast wie von einem Kind ausgemalt wirken. Und auch das ganze Szenario wirkt sehr skurril. Ich meine, warum liegen da ausgerissene Bäume herum? Die drei Köpfe von Diktree zeigen alle drei unterschiedliche Emotionen. Man fragt sich, was vorgefallen ist. Und durch diesen Artstyle wirkt das ganze Bild einfach noch viel skurriler, als es sonst schon wäre. Ich könnte an der Stelle jetzt eine komplette Interpretation zu dem Bild hier ausführen. Allerdings würde das den Rahmen dieses Videos sprengen. Ich würde sagen, das kann jeder mal für sich machen. Mir gefällt das Artwork sehr. Trotz allem wirkt es etwas seltsam, weshalb es seinen Platz hier auf dieser Liste definitiv verdient hat. Machen wir weiter mit einer sehr aktuellen Karte. Und zwar diesem Schnurrgast aus dem Set Kräfte im Einklang oder Unbroken Bonds vom 3. Mai 2019. Und ich muss gestehen, es ist eine meiner Lieblingskarten aus diesem Set. Einfach weil sie so heraussticht. Ich mein, Schnurrgast, was machst du in der Spüle? Geh da raus! Du hast da nichts verloren! Dazu kommt wieder diese einfache Koloration, als wäre dieses Bild von einem Kind ausgemalt worden, was ja auch ein Zeichen des Primitivismus ist. Und in Kombination mit diesem skurrilen Szenario, dieses Schnurrgast in der Spüle, hat diese Karte definitiv ihren Platz hier auf dieser Liste verdient. Als nächstes haben wir die wohl bekannteste Karte auf dieser Liste hier, und zwar dieses Phlegmon aus dem Set Neo Genesis vom Mai 2001. Phlegmon, das Schnarcher-Pokémon. Niemand weiß, was ein Phlegmon denkt, wenn es überhaupt denkt. Seine Spezialität ist das Angeln mit dem Schwanz. Diese Karte wird wahrscheinlich jeder von euch schon mal gesehen haben. Diese Karte ist auf jeder Liste der seltsamsten Pokémon-Artworks zu finden. Dieses Phlegmon, das einfach nur rumliegt und den Boden voll sabbert. Und ich finde auch hier passt dieser Artstyle total zu dem, was das Bild ausdrücken will. Der skurrile Artstyle unterstreicht einfach diese Derpiness, die Phlegmon von sich aus mitbringt. Und ich finde das einfach wundervoll. Ich finde dieses Artwork wundervoll. Ich sag es einfach so, wie es ist. Es ist eine großartige Karte. Ich liebe sie. Platz 4 aus dieser Liste geht an dieses Ditto, ebenfalls aus dem Set Skyridge. Und hier unterstreicht dieser primitive Artstyle des Primitivismus, wow, das war doppelt gemoppelt, das primitive Bild, das wir hier sehen. Und zwar dieses Ditto, das vor Höhlenzeichnungen versucht, diese zu imitieren. Besonders gefällt mir hierbei, wie der Künstler trotz des simplen und detaillosen Artstyles im Hintergrund die Pokémon in der Zeichnung noch erkennbar gemacht hat. Ich sehe zum Beispiel eindeutig ein Pikachu, ein Dodo, ein Ibitak und eine Kuh, die vermutlich entweder ein Miltank oder ein Tauros darstellt. Und es ist einfach furchtbar süß, wie das Ditto versucht, diese zu imitieren. Trotz allem wirkt auch hier das Gesamtbild wieder sehr skurril. Ich sage heute sehr oft skurril, ich mag dieses Wort und es passt einfach dazu, was der Künstler hier macht. Weshalb diese Karte meiner Meinung nach einfach auf diese Liste muss. Die letzte Karte auf der heutigen Liste ist dieses Rosanna aus dem Set Neo Revelation aus dem März 2002 und wow, habe ich mir hier wieder das Beste bis zum Schluss aufgehoben. Was
ist das für ein Artwork? Es ist einfach so wahnsinnig seltsam, wie dieses Rosanna auf einen hinabschaut, als würde der Betrachter gerade, ich weiß nicht, liegen auf einem Bett. Für mich ist das eine sehr subtile Anspielung. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Dieses Artwork erscheint einfach auf so vielen Ebenen falsch für mich. Und auch hier, wie auch bei den anderen Artworks, unterstreicht der Artstyle einfach wieder, wie seltsam die Szene eigentlich ist, in der wir uns hier gerade befinden. So, das waren 5 seltsame Artworks von Tomokazu Komiya. Ich hoffe, ich habe den Namen nicht zu sehr falsch ausgesprochen. Es tut mir leid. Ich spreche kein Japanisch. Ich habe noch hier nie Japanisch gesprochen und werde es vermutlich leider auch nie tun. Falls ihr mehr von diesen Listen sehen wollt, lasst einen Daumen nach oben da, weil das würde mich sehr freuen. Wenn ihr noch Vorschläge für weitere Listen habt, dann lasst sie einfach mal in den Kommentaren da. Ich habe auf jeden Fall noch genug seltsame Artworks von Tomokazu Komiya, um bestimmt noch 10 von diesen Videos zu machen. Ansonsten versuche ich jetzt auch wieder regelmäßig auf Twitch zu streamen. Da findet ihr den Link in den Kommentaren. Das würde mich sehr freuen, wenn ihr mir da folgen würdet. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Are you ready for a sing-along? Slowpoke in a reggae style. Poke, 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 Pokemon.